Der literarische Dschihad geht weiter. Das Geheimnis liegt verborgen hinter den Worten. In den Spiegeln markiert den Beginn meines Lebensweges als Autor. Das Buch ist undiszipliniert, zügellos und abschweifend. Es ist all das, wovor sich manche Verlage und Lektoren fürchten. Doch es atmet auch die Freiheit des geschriebenen Worts. Es ist eine Orgie aus Pop-Art-Referenzen und eine Meditation über die menschliche Verfassung. Im Buch spiegeln sich die Respektlosigkeit und das Ungestüm eines Autors, der die ganze Welt auseinander und wieder zusammensetzen möchte. Es ist ein wenig Fantasy und ein wenig Transgressional Literature. Es ist ein wenig das, was man als magischen Realismus bezeichnet. Es ist eine Abenteuerreise aus dem Inneren eines Menschen tief in das Äußere dieser Welt. Es ist aber auch eine Geschichte der Überwindung von Fesseln, die einem Individuum von der Außenwelt aufgezwungen werden. Und wie könnt ihr an dieses Buch herankommen? Nun, ich bin sicher, man kann es überall dort bestellen, wo ich euch guten Gewissens nicht hinschicken möchte und wohin ihr trotzdem zu gehen pflegt. Doch ihr könnt es genauso gut dort bestellen, wo es mir auch etwas bringt, nämlich in meinem äußerst schlicht gehaltenen, unkomplizierten und vollkommen obskuren E-Shop. Somit persönlich begreife ich das dann eher als eine Spende eurerseits. Auf der anderen Seite freut mich, wenn ich umgekehrt euch dafür einfach ein Buch in die Hand drücken kann. Somit, ihr könnt mir auch genauso gut eine nette E-Mail schreiben und ich schenke es euch. Egal, ich will einfach den Sand im Aquarium aufwühlen. Und nun zurück zum Video. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Zu Fremden gestarten, meiner unscheinbaren kleinen Videoreihe über die Reflexionen zu Corto Maltese von Hugo Pratt, einer meiner lebenslangen Lieblingsfiguren aus der Comicswelt. Und ich komme jetzt hier zu der 12. Geschichte von Corto Maltese, die damals im 3. Band und immer ein Stück weiter die letzte Erzählung darstellt, mit dem Titel Fabeln und Großväter. Und Hugo Pratt liebte es manchmal, so richtig dramatisch einzusteigen, wie in einen Spaghetti-Western und den Leser erstmal rätseln lassen, wie das alles einzuordnen ist. Und das als einen schönen Kontrast zu vielen anderen Anfängen, die bei ihm immer sehr geruhsam waren. Oft fingen die Geschichten eher damit an, dass man ein, zwei Seiten Corto Maltese gemütlich auf der Terrasse oder Veranda irgendeines Strandhauses erlebte, Zigarren rauchend und irgendeinen Likör trinkend und vielleicht ein wenig über existenzialistische Fragen meditierend. Doch hier geht es gleich mal zur Sache. Und im letzten Kapitel dieser Geschichte geht es dann endlich tatsächlich um diese Expedition, die Levi Colombia am Anfang dieses Bandes finanzieren wollte. Offensichtlich sind Corto und Steiner nach Paramaribo zurückgekehrt. Inzwischen dürften Monate vergangen sein, also das ist ein riesiger Sprung zwischen der letzten Story, die Lagune der schönen Träume und hier der Fortsetzung. Und Corto Maltese, Dr. Steiner und Levi Colombia befinden sich an Bord ihres Flussdampfers unterwegs zu den Quellen des Amazonas, also bereits am Ende einer ziemlich langen Reise durch ganz Brasilien. Das hier erwähnte Städtchen Borja dürfte wohl dem heutigen San Borja entsprechen. Und das werde ich gar nicht versuchen hier zu finden. Es sieht ja eher so aus, als befinden wir uns irgendwo hier in diesem Gebiet hier. Also letztendlich im Grenzgebiet zwischen Brasilien und Peru. Der Fluss, auf dem wir uns befinden, trägt den Namen Marañón und aus ihm speist sich ja der Amazonas. Und das hier ist das Gebiet der schon mal erwähnten Ivaro-Menschen,
Das ist ein Stamm, der nicht nur wegen seinen Schrumpfköpfen berühmt ist, sondern auch wegen den Ayahuasca-Zeremonien, die in den letzten Jahren viel Erwähnung fanden. Manchmal manch einen abenteuerlustigen Ethnopharmakologen und Ethnologen angelockt haben, zumal DMT oder DMT als die stärkste psychedelische Droge bekannt ist, die es so gibt. Wir erfahren allerdings, dass Levi Colombia eine andere Aufgabe verfolgt, in die er nun Corto Maltese zu verwickeln versucht. Er ist auf der Suche nach einem kleinen Kind, einem weißen Jungen, der angeblich bei den Jivaros lebt. Seine Eltern wurden hier im Urwald irgendwo ermordet. Der britische Großvater, der ein bekannter Arzt ist, hatte also all sein Geld genommen und sich auf eine Reise in dieses gefährliche Gebiet begeben. Und er möchte sein Enkelkind finden. Wie anders erwartet, landet dann der Job natürlich bei Corto Maltese. Der fühlt sich auch entsprechend veräppelt, dass Levi Colombia ihn da ein wenig manipuliert hat, da es hier erstmal nicht um den legendären Schatz Eldorado geht. Das hier ist auch eine großartige Seite. Ich würde mal sagen, entweder dieses oder dieses Panel sollte dann später mein Thumbnail für dieses Video werden. Auch das hier wirklich sehr schön gezeichnet. Das zeigt einfach die Stärken von Hugo Pratt am besten. Aber durch die gegebene Situation wird die Geschichte also zu einem echten Urwaldabenteuer, bei dem Corto allein mit einem einheimischen Jivaro tiefer in den Urwald vordringt, auf der Suche nach dem verlorenen Kind. Und sie sind auf der Suche nach Marangue, einem anderen Jivaro, bei dem der Junge angeblich lebt. Im Verlauf der Geschichte stellt sich allerdings heraus, dass es genau dieser Führer von Corto Maltese ist, der in Wirklichkeit dieser Marangue ist. Und dieser wollte sich Corto Maltese einfach nur genauer angucken. Denn in Wirklichkeit ist er ein leiblicher Großvater des Jungen, um den es hier geht. Denn der Vater dieses Jungen, Dr. Stone, hatte in dem Yivari-Dorf, zu dem sie unterwegs sind, offensichtlich Marangues Tochter geschwängert. Das ist etwas, was möglicherweise, und da weiß ich nicht, ob das genau stimmt, eine Art von Äquivalenz in Hugo Prats eigener Biografie hat, der, glaube ich, an der Ostküste Südamerikas irgendwo offensichtlich auch eine einheimische Frau geschwängert hatte und grundsätzlich, glaube ich, einige Kinder über die ganze Welt verteilt hinterließ. Und beide Eltern dieses besagten Kindes, dieses Enkelkindes, sind von Mendoza ermordet worden, dem regionalen Sklavenhändler, der diese Gegend unsicher macht und mit dem sich am Anfang Corto geprügelt hatte auf den ersten zwei Seiten. Dieser hatte Marangues Dorf überfallen und ist nun mit den Sklaven nach Boria unterwegs. Hier erneut ein großartiges Frame von Hugo Pratt. Auf eine seltsame Art und Weise fühlt sich das fast wie so ein assoziatives Zitat von Escher. Ich weiß auch nicht warum. Wegen der Zweifarbigkeit dieser Vögel wahrscheinlich von den Papageien. Aber es ist eines der besten Paneele in diesem Band, finde ich. Hervorragend. Es liegt also nahe, dass Mendoza und seine Goons ziemlich geliefert sind. Nun ist es so, dass in jener Zeit, in der sich diese Geschichte abspielt, in Südamerika, keine typische Sklaverei mehr bestanden hatte wie noch ein Jahrhundert zuvor. Das behauptet Hugo Pratt auch nicht. Mendoza ist mehr ein Phänomen der lokalen Gesetzlosigkeit, die hier im Grenzgebiet zwischen Brasilien, Peru und
Ecuador herrscht. Das ist dann auch keine staatlich subventionierte Sklaventreiberoperation wie früher, sondern mehr eine Art lokale Mafia, die hier illegalen Menschenhandel betreibt. Damit versteht Corto Maltese auch, dass Mendoza und seine Männer ihn kaum gesetzlich belangen werden. Und er handelt entsprechend. Und Mendoza findet sein Ende bei den Piranhas. Am Ende ist die Begegnung zwischen dem Jungen und seinem britischen Großvater sehr rührend, doch vor allem dank seiner Einsicht, dass das Kind letztendlich nicht nach Britannien gehört. Dafür operiert er aber den schwer verletzten Marangwe, weil er ist ja Arzt. Doch es ist philosophisch eine interessante Entscheidung, denn wie viele Ethnologen bestätigen würden, galten zu jenem Zeitpunkt die Jivaros als der kriegerischste Stammverbund weit und breit, mit einer männlichen Sterblichkeit, die alle weltweiten Statistiken in den Schatten stellte. Also da kann ich empfehlen, sich das mal irgendwo entsprechend in irgendeinem Lexikon anzugucken. Und somit ist das keine leichte Entscheidung für seinen Großvater, dieses Kind in der Kultur zu belassen, in der es hier groß wird und in der es sozusagen, mit der sich das Kind identifizieren kann, angesichts dessen, dass das vermutlich ein sehr gefährliches Leben sein wird, in dieser Kultur aufzuwachsen. Ja, und damit endet die letzte Geschichte dieses Bandes und auch eine gewisse Phase in der Corto-Maltese-Chronologie. Ich würde es als das Ende der äquatorialen Phase bezeichnen, einer Phase, in der Corto mehr dieser etwas zynische Schatzsucher und Glücksritter ist. Das wird danach sichtbar, dass der nächste Band uns dann direkt in das Herz des Weltkriegs führt, nach Europa. Aber bis dahin war es doch so, dass die ersten drei Bände von Corto Maltese ein wenig wie so eine Art Trilogie anmuten. Beginnend mit seinen Abenteuern in der Südseeballade in Melanesien und Mikronesien, dann schließlich mehr auf der Ostküste, auf der brasilianischen Ostküste Südamerikas und anschließend überwiegend in der Karibik. Das hat schon auch etwas Trilogieartiges und in sich Abgeschlossenes. Und die Tonalität von Corto wird sich fortan auch ein bisschen ändern oder zumindest für eine Weile auch ein wenig Abstand nehmen von diesem unmittelbaren eskapistischen Lebensgefühl, das für Corto Maltese eigentlich so typisch ist. Aber dazu dann natürlich beim nächsten Mal. Und in diesem Sinne, macht's gut und ich hoffe, ihr fand das interessant. Und bis dann. Thank you.